Konnichiwa, Minasan. Und weiter geht's bei StarCraft, weil ich irgendwie gerade Bock drauf hab. Nämlich bei einem Spiel wieder der Wungjin Stars, aber diesmal gegen KTF, und zwar spielen für die beiden Teams Zero auf der einen Seite und Stats, oder wie auch immer heißen soll, auf der anderen Seite. Und das ist alles, was ihr zu wissen braucht. Zero, einer der bekannteren Zerg. Wir hatten ja gerade im letzten Spiel schon einen Zerg, der vielleicht noch berühmt wird. Aber Zero hier auf der linken Seite, den sollte man schon kennen, der mal eine Zeit lang ziemlich in den Arsch gekickt hat. Und vorhin in der Grafik, also habt ihr es nicht mehr gesehen, aber da stand, dass er im Moment auf Kespa Rang Nummer 10, Entschuldigung, 10, ich wollte fast 12 sagen, 10 ist. Und das ist schon an sich ziemlich beeindruckend. Stats auf der anderen Seite ist, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig bekannt und auch nicht so wahnsinnig gut. Und Stats ist ein Protoss, sollte man vielleicht noch kurz dazu sagen. Wir sehen oben in Gelb Zero und Stats ist auf der linken Seite in Rot. Sieht nach Rot aus, der Protoss. Die beiden spielen auf der Karte Icarus, was im Prinzip auch nicht viel anders ist als die Karte, die wir beim letzten Mal hatten. Also ihr seht hier schon diese typische Weltraumarchitektur. Eine Vierspielerkarte allerdings sind die vier Anfangsstellen, die Spawnpoints, sind nicht in den Ecken, sondern wie ihr seht mehr auf der Mitte jeweils der Ränder. Und die beiden seht ihr spawnen jetzt recht. Oh, eine Forge Fast Expand, dass wir das noch erleben dürfen. Von einem Protoss gegen einen Zerg. Stats mit einem Forge Fast Expand. Zero sieht so aus, als würde er zumindest nicht cheesen und noch kein schneller Pool. Was ich sagen wollte zur Karte, einfach vier Spieler, wie gesagt, Mitte der Ränder mehr. In den Ecken sind dann jeweils mehr oder minder Insel-Expansions, die aber auch schon vom Land zugänglich sind, nur halt nicht ganz so einfach. Die Mains sind jeweils ein bisschen abgehoben vom ganzen Rest, das heißt, Drops wären da gut und wahrscheinlich, nehme ich an. Zero übrigens, sehen wir gerade, hat schon gesehen, dass eine Forge Fast Expand stattfindet. Der Bisu-Build, wenn man ihn noch so nennen will. Und wir sehen auch die Sonne gerade von Stats suchen nach der Main von Zero. Hat es noch nicht gefunden, hat erstmal das ganz gegenüber probiert, war aber nicht so. Der Abstand jetzt zwischen den beiden Basen dementsprechend gering, dass sie jetzt nicht in den Ecken spawnen, sondern eben hier in der Mitte. Und wow, Forge Fast Expand, ohne Witz, habe ich auch lange nicht mehr gesehen, muss ich zugeben. Obwohl es ja eigentlich so der Standard ist, Protoss gegen Zerg. Stats hat jetzt die dritte Basis abgesucht. Weiß jetzt also, wo Zero ist. Zero tatsächlich mit einer recht schnellen, naja, eigentlich nicht so schnellen, aber normal schnellen Expansion, würde ich sagen. Na, kommen jetzt auch die ersten Zerglinge raus und Stats sollte das dann mit dem Gateway vor der Kanone und mit der Forge eben dann abhalten können. Das sollte funktionieren. Die Karte also von der Architektur her, ja, schon ganz interessant, würde ich sagen. Der Zugang zu den Hauptbasen ist dann dementsprechend nur über die Natural wirklich zugänglich. Die Natural ist auf der, ja, auf derselben Ebene wie eigentlich so der ganze Hauptteil der Karte. Wie gesagt, die Mains ja eher abgehoben, eine Stufe höher. Und ja, insofern Landinvasionen der Naturals dann dementsprechend zu erwarten oder eben Drops in die Mains. Deswegen hoffe ich auch, dass in dem Spiel ein, zwei Drops oder noch mehr Drops oder nur Drops vorkommen. Während hier ein Zergling die Scouting-Sonde von Stats rumjagt. Stats sieht jetzt auch die Expansion von Zero. Warte mal, sag bloß, das ist... Okay, Gas und Pylonen, ja, passt schon. Ich glaube, das habe ich jetzt gar nicht richtig gesehen. Die Expansion ist tatsächlich am anderen Ende der Karte. Oder hat er jetzt gar nicht die Natural gemacht? Oh, Hydraulikenbau. Recht früh sogar jetzt. Vielleicht ein Lurker Rush von Zero. Das wäre interessant. Stats auch jetzt mit dem Cybernetics Core. Wird dann wohl bald mit den ersten Dragonen rauskommen. Ah, tatsächlich, ja genau. Sieht so aus, als hätte hier Zero tatsächlich die Natural Expansion von der dritten Basis
beziehungsweise auf der anderen Seite von, auf der komplett anderen Seite von Stats quasi genommen. Wieso auch nicht, bietet sich natürlich bei solchen größeren Karten auch an und gerade auch für Zerg, glaube ich, ganz gut, wenn sie dann sehr weit entfernte Karten nehmen. Sehr weit entfernte Bars nehmen, Jesus. Karten nehmen, ja. Später können sie ja dann nach Nidus hinlegen. Zero auf jeden Fall, wir hatten mit den Overlords schon einen guten Überblick über das, was Stats macht. Stats jetzt auch nicht mit großartig überraschendem Spiel. Hat jetzt einen Berserker draußen, der jetzt aber auch nichts weiter einstellen wird. Okay, ist die Stats jetzt auch wohl schon mit dem zweiten Gas. Kommen dann vielleicht auch bald mit Templern. Dann müssten wir jetzt auch die Zitadelle von Atun matten. Oh, der Berserker ist schon fast von den Zerglingen vernichtet. Jetzt zeigt sich Stats. Na, Stats Micro hat da ein bisschen versagt für einen kurzen Moment. Auf der anderen Seite ist Zero's Micro gerade ziemlich gut. Hat schöne Einkesselungen von den Einheiten. Oh! Aha, Stats mit drei neuen Gateways auf einmal. Will der da etwa einen Wash hinlegen. Zero dagegen schon mit, wow, schon mit mit vier Hydralisken, die das Gateway angreifen und die Kanonen reichen leider nicht. Können leider nicht weit genug schießen, um die Hydralisken zu treffen. Ah, das ist natürlich jetzt ziemlich doof für Stats. Zero jetzt vielleicht tatsächlich mit dem Hydralisken Wash, wer weiß, vielleicht baut er jetzt bei seiner Expansion auf deiner Seite auch noch ein paar Hydras. Da versucht jetzt Zero einzubrechen, aber schafft es doch nicht ganz. Hat jetzt natürlich wieder Reichweite auf die Schmiede. Doof natürlich für Stats. Ich meine, gut. Auf der anderen Seite aber auch relativ normal für ein PvC-Spiel. Wow, und da kommen noch mehr Hydralisken. Ich hoffe mal, dass es nicht sowas, so ein langweiliges, okay. Sehr krass mit 50 Hydralisken einfach durch den Protoss durch wird. Das wäre dann doch ein bisschen langweilig. Zero versucht da weiter anzugreifen, aber mit den Dragonern und den vielen, vielen Kanonen, die Stats noch aufgestellt hat, dann doch nicht so einfach, zum Glück. Aber so bleibt Stats natürlich in seiner Basis drin. Und Zero, ja, sehen wir auch auf der Minimap, kann sich da auch wieder erstmal ausbreiten. Stats, ja, jetzt sollte er schon mal Templer bauen. Hohe Templer mit Sturm sind natürlich besonders effektiv gegen gerade solche Hydralisken-Schwärme. Dragoner dann doch nicht so ideal dagegen. Und tatsächlich, er pumpt weiter Hydralisken da. Zero pumpt weiter Hydralisken. High Templar habe ich da gerade gehört. Ah, ja. Genau, Zitadelle von Atun und das Templar hieß, sehen wir gerade einwarpen. Das heißt, die ersten hohen Templar werden nicht weit sein. Und Stats aber gerade schon mit einer großen Dragonenarmee versucht, sie zurückzudrängen. Aber, oh, da kommt er mit, wow, 50. Naja, vielleicht nicht 50. Gott, Zero hat ganz schön viel Hydralisken, hat sie jetzt zusammengezogen. Von zwei Seiten und Stats damit ein bisschen überrascht. Stats mit der Abwehr von immer noch von Kanonen und ein paar Dragonern. Und oh, das ist knapp. Das ist wirklich knapp. Die Kanonen sind jetzt alle am Boden. Sind alle vernichtet und Stats wird weiter zurückgedrängt. Sieht nicht gut aus für Stats. Der ist tatsächlich wohl weiter Dragoner produziert. Wahrscheinlich so lange halt die Templer noch nicht da sind. Ich frage mich, ob Zero noch irgendwas anderes produziert, außer... Es sieht nicht so aus. Es sieht so aus, als würde Zero tatsächlich nur Hydralisken produzieren, was natürlich auch für ihn dann ziemlich tragisch enden könnte, falls Stats zurückschlagen kann und einfach mit Stürmen dann durchläuft. Oh, wenn jetzt Zero natürlich die Natural Expansion tatsächlich zerstört bekommt, dann ist es eigentlich schon GG.
Aber noch, oh, so viel Hydralistenblut. Oh, Mann. Dunkler Templer. Dunkler Templer. Keine gute Idee, ganz ehrlich. Wäre an sich eine gute Idee, wenn nicht sie überhaupt schlau genug gewesen wäre, um die ganzen Overlords mitzunehmen. Denn die sehen dann natürlich die dunklen Templer. Und das, außer die dunklen Templer gehen jetzt natürlich auf die Basen los. Das wiederum können sie das Spiel für Stats nochmal rumreißen. Ich hoffe, das macht er. Ich hoffe, das macht... Na... Okay, da sind wir jetzt auch... Die hohen Templer sind tatsächlich auch schon da. Ist natürlich die Frage, haben sie jetzt schon genug Energie? Auf der anderen Seite... Na, ich weiß nicht, Zero sollte vielleicht doch... Zero mit seinem Angriff ist doch ein bisschen... Naja, ein bisschen nachlässig. Sollte da vielleicht doch immer ein bisschen warten, bis er tatsächlich genug Hydralisken hat und nicht so... Ah, der erste Sturm! Kriegt ungefähr 5 Hydralisken. Nein, aber was ich meinte ist, Zero sollte Zero jetzt immer mit kleineren Hydralisken-Truppen beim Angriff. Das hält Stats auf der einen Seite natürlich auf den Beinen, auf der anderen Seite wäre es einfach effizienter, viel, viel effektiver, wenn er dann doch mal wieder einen größeren Haufen ansammeln würde und dann mit dem angreifen. Ich glaube, dann hätte er jetzt sogar schon gewonnen, wenn er das so gemacht hätte. Aber so in kleineren Truppen ist es dann doch wenig... Ah, wieder Sturm auf die Hydralisken. Sehr schön von Stats. Der war jetzt wahrscheinlich gerade aus allen Gateways hohe Templer produziert. Wie gesagt, Hauptsache die Natural überlebt. Das muss auf jeden Fall passieren. Es geht jetzt eigentlich wirklich fast nur um den Nexus hier. Wenn Nexus zerstört wird, dann kann Stats eigentlich einpacken und... Ah, oh, ja. Da ist der Nexus weg. Das sieht schlecht aus für Stats. Und meine Vermutung ist, dass Zero jetzt gewonnen hat. Ich weiß nicht, wie er davon jetzt zurückkommen will. Auch nicht mit dunklen Templern. Wir sehen aber, gerade zeigen uns die Kommentatoren, dass Zero aber auch sehr, 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 sehr wenige Drohnen am Arbeiten hat. Wie ich es vorhin gesagt habe, Zeros Produktion quasi nur auf Hydralisken gelegt. Praktisch keine Drohnen drin. Das heißt, wenn Stats jetzt doch noch überleben sollte und... Vielleicht haben die tatsächlich ja die dunklen Templer die Drohnen vernichtet. Wenn es so wäre, hätten wir das jetzt natürlich leider nicht gesehen. Aber Stats klammert sich noch so fest. Baut natürlich jetzt gerade den Nexus nach, klar, braucht er. Aber wenn es eben so wäre, ja hier, kaum Drohnen. Ich meine, das ist mal weit entfernt von irgendwie einer natürlichen Anzahl von Drohnen bei einer Basis. Oh, sehr schöner Sturm jetzt wieder auf die Hydralisken. Und so viel, und ja, Stats jetzt auch mit einer ordentlichen Anzahl von hohen Templern davon dabei. Das könnte jetzt natürlich dann doch böse zurückschlagen bei Zero. Wenn Stats eben diese mit den Templern, oh, und da wird schon Archon gebaut. Ja, Zero wieder angreift, weil Zero hat ja sonst keine Verteidigung dann. Wir sehen viele Hatcheries, wenig Drohnen und sehr, sehr viele Hydralisken. Ah, jetzt wollte Stats gerade ausbrechen, aber wieder jede Menge Hydralisken. Und wo ist der Sturm oder ist da überhaupt noch ein hoher Templer? Na, ich glaube, ich sehe keinen mehr, aber oh, die Hydralisken sterben am laufenden Stück. Ah, und da ist der Archon weg. Okay, die Natural von Stats steht wieder. Und wer weiß... Ha, sag bloß, der kommt doch wieder zurück. Das wäre natürlich Wahnsinn. CO ist da schon wirklich... Wow, der macht wirklich nichts anderes außer Hydralisken. Der hat natürlich gedacht, ja, überrenne ich den CO mal... überrenne ich den Stats mal kurz. Einmal kurz die Natural vernichten und dann in die Main einbrechen, aber... Mit den Dragonern und den Kanonen hat es Stats doch geschafft, Zero bisher davon abzuhalten. Gut, der Nexus wurde jetzt doch einmal zerstört, aber... Aber Stats lebt. Und jetzt wieder beim Ausbrechen und... Ah, wieder Sturm auf die Hydralisken. Ich weiß gar nicht, wieso Zero jetzt nicht irgendwas anderes produziert. Und noch ein Sturm, bitte. Ja, ah, schön. Oh, hoho. Ja, sehr, sehr schöne Stürme von Stats hier.
Und ja, praktisch wieder alle. Oh, und die Overlords jetzt sind natürlich von Archons mal voll vernichtet. Und Stats jetzt gerade ein bisschen, ne? Hat es jetzt gerade ein bisschen geschafft auszubrechen. Also nicht komplett, aber ein erster Schritt ist getan. Wir sehen hier, die Roboter. Vielleicht Räuber. Wobei, na, ich würde jetzt eher bei normalen Einheiten bleiben an seiner Stelle. Vielleicht noch ein paar mehr Berserker mit Geschwindigkeit. Mit Geschwindigkeitsupgrade. Und natürlich genug hohe Templer. Denn Zero sieht so aus, als würde er immer noch strikt bei den Hydrisken bleiben wollen. Sieht so ein bisschen nach einem All-In aus. Entweder er geht damit unter oder er kriegt Stats doch noch einmal überrannt. Stats hat es jetzt geschafft, einen Scout, einen Berserker-Scout noch loszuschicken. Schaut mal nach, was da alles drin ist und muss feststellen, dass keine große Verteidigung da ist. Vielleicht entscheidet sich Stats jetzt mit dieser Information dadurch tatsächlich selber mal anzugreifen. Oh, Dropship! Yay! Sehr schön. Dropship in die Main, mitten im dunklen Templer. Sehr sweet. Mal sehen, wie viel Kills der hinkriegt. Ein. Schade. Zwei, drei. Schade, Zero hat gerade erst. Doch, Zero hat gerade noch einen Overlord hingekriegt. Aber von der Idee her ist natürlich schon mal super. Lurker. Und jetzt probiert Stats die dritte Basis zu nehmen. Sehr vernünftigerweise links unten die Insel Expansion. Die einzige, die Zero nicht so einfach angreifen kann. Und gleichzeitig mit dem Dropship und den ganzen. Berserker in den Dropships und wieder in die Main. Das gefällt mir schon mal. Jetzt ist Zero natürlich unter Druck. Stats hat es geschafft, tatsächlich auszubrechen. Nimmt jetzt seine dritte Basis. Hat Observer dabei gegen die Lurker. Und immer noch hohe Templer gegen die Hydralisken. Oh, Sturm auf die Hydralisken! Und noch ein Sturm. Und die Berserker in der Main komplett ohne Gegenwehr. Das war's dann mit der Main. Und er greift jetzt den Hydralisken-Bau an. Das ist gar keine schlechte Idee. Weil Zero sowieso nichts anderes produziert. Und wenn der Bau weg ist, dann kann er schon fast auch das vergessen. Und tatsächlich, er kriegt den Hydralisken-Bau nieder. Und greift jetzt noch den Spawning Pool an, for good measure. Oh, das scheint mal vollkommen daneben gegangen zu sein von Zero. Stats, relativ ordentliche Armee, jetzt auch in der Mitte einfach unterwegs. Hat jetzt genug Platz hier. Ja. Tötet noch ein paar herumfliegende Overlords. Berserker in der Main jetzt aufgeräumt, aber das braucht ihn auch nicht weiterhin zu interessieren. Und jetzt, glaube ich, produziert Zero recht notgedrungene viele, viele Drohnen. Wahrscheinlich eher nach. Wobei, nein, wahrscheinlich doch eher Hydralisken. Oh, so viel Sturm auf so viel Hydralisken. Ah, oh, das ist ein Massaker. So sollte man als Zerg nicht dastehen müssen. Oh, sehr, sehr schöne Stürme von Stats. Einheitenkombination, ganz okay. Vielleicht ein paar mehr Berserker hätte gebrauchen können. Die Berserker vor allem mehr ist nicht so ganz an der Front, aber dennoch sehr effektiv, wie wir sehen. Die Hydralisken werden aufgeräumt. Noch mehr Sturm. Oh. Das Spiel ist so ein Lehrstück wie, ja, GG von Zero. Doch ein Lehrstück wie so ein pures Hydra-Spiel in dem Fall, weil komplett in die Hose gehen kann. Stats hat es tatsächlich geschafft, sich zu verteidigen. Und mit seinen hohen Templern und auch mit dem Drop und so, hat es geschafft, zurückzukommen. Wieder ein Sieg für die Protoss. Und ja, danke fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.